Lothar, Kalechala, Lemiesto. Ich bin die Tochter eines Krieghäuptlings, Numka Hatta. Er erschlug zwei seiner Gegner mit einem Schlag seiner Kriegskeule. Damals wurde ich von meinem Stamm verstoßen. Aber bevor ich das miterleben sollte, bin ich lieber selbst gegangen und habe meinen eigenen Weg eingeschlagen. Ein Weg, der vielleicht für euch etwas unehrenhaft erscheinen mag, der mich aber jeden Tag wieder neu einnimmt, durch meinen Stolz und durch meine unersättliche Neugier. Haben Sie einen Namen? Ich nehme mal an, dass das nicht Ihr Name ist. Schoda tritt bitte vor. Schwörst du, dem Stamm und deinen Brüdern und Schwestern zu helfen, sie zu unterstützen und zu schützen, so wie auch sie dir helfen werden, dich unterstützen und schützen? Ich schwöre. Dann nimm bitte dein Messer und mach einen kleinen Schritt in deinen Unterarm. Jetzt presst dein Unterarm auf den heißen Stein. Überkommen dich Zweifel, schau auf die Narbe und denk daran, dass du nie alleine bist. Damit begrüßen wir Schoda vom Makota stammt von den Creek River in unseren Reihen. Oh, Shota. Heute bin ich Mitglied eines neuen Stammes. Werden wir unsere Ära beschreiten und die Geschichtsschreibung ändern im Jahr 1890? Ist es möglich für eine Frau, in die Stapfen ihres Vaters zu treten und eine große, anerkannte Kriegerin zu werden? Mhm. Irgendwie Möglichkeit sein, dass einer sich postieren aufhält? Ich auch gerade überlegt habe. Weil dann vielleicht besser Gespräch mit ihr. Sei Teil einer neuen Ära, der Kriegsindianer, der Lakota. Die von Stahl schon zurückgeschrieben haben? Mhm. Und die wahrscheinlich gar nicht da sein, ha? Huh? Kann sein. Und wir in Stadt reiten und du mir vorlesen, was da steht. Dein selber Zettel. Können wir gleich machen. Diese große Berg dort hinten. Wo? Oh. Links? So. Auf deiner Seite? Ja, da wo große Bergkette anfangen, davor so kleiner spitzer Berg sein. Hm. Sehen diese? Mhm. Du da schon gewesen? Nein. Wo haben Geschwister eigentlich?
Warte. Wurden genommen. Ja. Wollte nicht weiter nachstechen. Alles gut. Kannst du nicht wissen. Ich mir schon denken, wenn du nicht weiterredest in irgendeinen Grundgräben. Wir seien auch schon ewige Jagd rumgegangen. Wahrscheinlich sie denken irgendwo wiedergeboren werden. Ich denke auch. Ja, Arapao auch denken an Wiedergeburt. Diane so ein bisschen haben. Man hat das so ein bisschen, ich sag mal, vermischt. An was man geglaubt hat. Und ich finde, das ist eigentlich, wenn man daran denkt, an Wiedergeburt von, ich sag mal, Geschwister, dann fällt einem das leichter, dass sie gegangen sind. Was ist schon passiert bei euch im Stamm? Bei Schamane passiert. Und deshalb eher Schamane von uns sagen immer das Richtige voraus, oder hatte immer das Richtige vorausgesagt. Leider nicht vorausgesagt hat, dass die Blaurücke eines Morgens im Dorf standen. Guck mal. Howdy. Iho. Rein diese ganz unten links. Ah. Muss da stehen. Was? Muss gucken. Howdy. Iho. Ja, wir haben, glaube ich, ein kleines Problemchen. Kann das sein? Ich nicht wissen, ob ihr Problem haben. Ja, nee. Wir hatten bisher keins, aber von eurer Seite gibt's da wohl die ein oder andere Unstimmigkeit. Ich würde diese gerne jetzt sofort aus der Welt schaffen. Ansonsten wird's sehr, sehr ungemütlich. Von wegen, wir dürfen auf unserer Seite des Flusses plötzlich nicht mehr zu schnell reiten und wir sollen uns auf Wegen befinden, sonst werden wir mit Pfeilen abgeschossen. Was ist da dran? Das ist eine Abmachung. Was für eine Abmachung? Davon weiß ich nichts. Kann ich mal reden mit dir über Abmachungen? Ich auch nicht. Wer redet mit uns über irgendwelche Abmachungen? Da oben ist unsere Ranch. Eure. Da unser Gebiet sein, danach. Ja. Rede nicht so schnell. Ich nicht verstehe. Oh, danach. Vorsicht. Ja. Das Stammesgebiet. Die Lakota, ha? Lakota-Stamm. Wir brauchen Gebiet für Jagen. Richtig. Wenn wir nicht aber jagen da können, oben. Wir nicht uns ernähren können. Ja, das interessiert mich aber nicht. Das wenn war dich bisher das nicht nur interessiert, eine dann du gehen, wo du herkommen, danach. Ich komme hier, aus diesem Land, ja. Ich sag dir eins, das, was bisher da oben stattgefunden hat, war Freundlichkeit. Aber ich... Wo Freundlichkeit, wenn du missachten unsere Regeln? Eine Sekunde. Geh mal kurz zur Seite. Bring mal die Pferde weg. Mein
nein, ihn holt ihn. Ich werde ihn kloppen. Moment. So, wo waren wir stehen geblieben? Unterhaltung seien beendet. Wir nicht auf selbem Niveau sprechen, ne? Shota, wenn das die Unterhaltung hiermit beendet ist, dann wird das ungemütlich gleich da oben. Opa, Ogaki. Na gut, dann gehört euer Dorf jetzt uns. Was wollen wir sehen? Wir können ja erstmal oben zu dem kleinen Haus. Irgendwo uns im Wald. Versteht. Man sieht gerade über Brücke hinter uns. Aber das sei ein Unglück. Wie viele das gewesen? 6? Ich denke, wir können 6 ausschalten. Wenn sie alleine sind? Rechts. Gut, aber wenn noch Pistole oder Bogen haben, die Gewehre. Ich habe gesehen, was man mit Bogen machen kann. Hier links. Unter Brücke durch. Ogaki spucken 4 große Töne. War nur Frage, ob wir auch handeln können, wie groß spucken. Und so, wir schleichen uns an und machen aus nächster Nähe. Und wir haben noch Bolas. Vielleicht du deine Kappe ausziehen, die so rot sein. Die Zielscheibe im Lager. Deine großkotzige Art fing mir an, bald gehen auf Nerven. Budi sein. Vielleicht auch fahren. Sein. Nichtsdestotrotz, ich können keinen Streit vom Baum brechen, wenn wir seien in gefährliche Lage. Müssen klare Kopf bewahren. Gucken leere Worte, hm? Aber egal wo, wir suchten. Im Lager. Keine Waschichu. Ein Wichotti. Keine Waschichu. Stattdessen, wir fanden Höhle von Bär. Dort wir machen auf Lager und schlafen über Nacht. Ich lege mich hier auf Seite. Ich passe jetzt mal ein bisschen auf. Nach harter Nacht in Höhle, ich beschließe gehen, Valentin, fragen Akichita, Takeberi, was machen können in dieser Situation? Welche Hilfe können erwarten in dieser Situation? Aber ich musste vorsichtig sein.
schwarz. Muss sie wohl besprechen mit Sheriff, ich muss fragen. Ich wollte ihn herausfinden. Er will vorlaufen. Ja, wir gehen jetzt ein paar Indianer besuchen. Soll ich auch meine Kutsche holen? Ich habe ein bisschen mehr Obstsalat dabei. Zu 70 Einheiten oder so. Kommen in der Kirche. Audi. Was machen? Audi. Was sie dir erzählen, ha? Huh? Also grob gesagt, dass die Leute, die da waren, eigentlich immer gut zu euch waren, Federn und sowas geschenkt haben. Letztendlich, wenn sie mal durch euer Gebiet reiten und auch wenn es über den Weg ist, über den ganz normalen Weg, dass sie angehalten werden und sozusagen, dass ihr sie mit dem Leben bedroht. Oder beziehungsweise mit dem Tod. Mich nichts bedroht haben. Na. Wir denken. Oh, Leute nett, ha? Huh? Und dann mir neue Stammesbrüder erzählen. Wir sehen sie auf Wiese. Nicht reiten über Weg, reiten quer über Wiese. Mit große Kutsche machen viel Lärm. Oh. Seitdem. Ich da nicht mehr so sicher, ob sie sich noch an Abmachung halten. Das Problem ist einfach, ja, wir haben da zwar eine Abmachung, das Ganze ist aber nicht offiziell. Deswegen erkennen die auch eure Grenzen nicht so an, weil sie das bisher eingehalten haben. Aber sie denken jetzt, dass das einfach so mit diesen neuen Regeln übers Bein gebrochen wurde. Und sie wissen auch, dass das abgemacht ist, ja. Aber diese Leute wollen das halt offiziell haben. Und das geht halt schon seit Monaten so. Und deswegen sind die so angepisst. Und dafür wir Indianer jetzt bezahlen müssen, ne? Ich letztendlich nicht können kann. Ändern. Tota, ich kann es letztendlich nicht beurteilen, weil ich nicht da bin, wenn das passiert, wenn irgendwelche Leute bei euch sind.
sie uns bedroht haben, ha? Ich war ganz freundlich, wollte in Ruhe reden. Sie uns bedroht haben, wollen Lager einnehmen, ha? Jetzt, ich nur zu zweit mit Stammesbruder. Und von der anderen Seite wird gesagt, dass sie mit dir reden wollten, du aber nicht reden wolltest und dann sofort weggeritten bist. Also, ich weiß einfach nicht, ich persönlich, wenn es nach mir geht, ich möchte Frieden, dass alle Seiten glücklich und zufrieden sind. Ah, ich auch wollte. So kitschig sich das anhört. Aber selten läuft die Welt halt einfach so. Trotzdem doch Abmachung sein. Ja, aber das wissen die nicht. Die kriegen das zwar jetzt mit, aber dadurch, dass vorher nichts, weil ihre Seite gar nicht angehört wurde. Es wurde bisher immer nur die Seite von euch angehört. Und das, was Parker gemacht hat, das lief im Geheimen. Und das ist auch so ein Ding, warum das diese Leute so aufregt. Weil mit ihnen nicht gesprochen worden ist. Gerade weil halt eine Dahlia Harper, ein Brian Mason und ein Chester Clark halt genau an dieser Farm wohnen, wo eure Grenze beginnt. Mhm. Ne? Und von ihrem Standpunkt her haben sie sich immer an die Abmachung gehalten, haben euch Federn und sowas gebracht. Aber irgendwann reicht es denen auch, ne? Weil die genauso wie ihr einfach angepisst sind, dass irgendwas seit mehreren Monaten im Hintergrund läuft, aber das nicht weitergereicht wird an die Öffentlichkeit. Ich sag einfach mal einen Vergleich, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kniescheibe gegenseitig wegschießt, dass man, weiß ich, nach 2-3 Tagen wieder ein Bier trinken geht. So seid ihr einfach nicht, ne? Ihr seid, ich meine, klar kommt es auch ein bisschen auf den Charakter an, aber bei euch ist es so, ihr nehmt sowas immer sehr ernst und haltet viel auf Respekt und deswegen seid ihr, wenn sowas vorgeht, auch sehr nachtragend, ne? Und das verstehen die einfach nicht. Was heißt denn dass ihr einfach anders tickt, als wir das tun. Ja, Alter, anders erzogen worden, ne? Aber das ist ja nichts daran. Ja, und das begreifen die nicht. Dass man mit manchen Menschen einfach anders umgehen muss, wie man hier mit jemandem umgeht oder mit sich selber umgeht, ne? Oh, nicht reden wollen, er mich nicht ausreden lassen. Das ist respektlos für mich. Du ja auch machen. Aber ich schon gemerkt habe, du nicht aus deiner Haut kommen, deswegen ich jetzt mal nicht dazu sagen was. Ich bin allgemein ein Mensch, der eigentlich immer einen kühlen Kopf hat, also ich rege alles in Ruhe. Ah, du rede nur gerne. Du reden gerne und im Redeschwall du nicht hören, dass jemand anders redet. Aber sei in Ordnung. Ja, tut mir leid, manchmal bin ich da ja ein bisschen übereifrig, sag ich mal. Ich kann dich verstehen, ha? Ich dich auch nicht weiter belasten wollen mit Thema. Aber ich habe diesen Krieg nicht angefangen, ha? Ich habe nur auf Respekt sollen gehofft, aber den nicht machen wollen. Ich hoffe einfach, dass wir das überleben, ha? Weil einige von uns nicht mit Bogen umgehen können. Ich denke, was ich gehört habe, eben von Dach, eher sagen wir jetzt eben Stammreiten und. Danach, ich nur wollen, dass du auch meine Sicht der Dinge hören, ha? Natürlich, deswegen spreche ich ja mit dir. Ich möchte ja beide Sichten hören, ne? Ich nur sehen, was passieren, ha? Und ich sehe, dass nicht gut reden mit uns, ha? Dann ich etwas sagen, sehr, sehr vorsichtig werden jetzt, nächste Zeit. Ah, verständlich. Ich wissen, wenn ich dir Zeichen schreibe, ich dann auf Unterstützung hoffen können, oder eher nicht. Ich denke, du müssen hier aufpassen, ha? Ich kann kommen und versuchen zu vermitteln. Ach, dann ich dich nicht hineinziehe. Du, den Krieg nicht angefangen. Das ist halt eine blöde Situation. Und Parker ist schon seit keine Ahnung wie 4 Tagen nicht da. Ich wüsste ihn ja lange nicht da.
Mich schon vermissen, sein Plappermaul ein bisschen. Ruhig. Ach, haben gut geschlafen auf kalte Stein. Aber war wärmer als hier. Ah, das stimmt. Nächste Mal ich mir nehmen mit Fell. Ja. Wir mal schauen vorsichtig, was Stamm machen. Müssen bald was essen, Knochen, Magen. Gestern so viel rumgeritten, ich gar nicht gedacht an Essen. Ich hab noch was. Oh. Ah, wieder mal ja. Ich die jetzt wieder aus dem Mund popeln müssen, ha? wollen Problem aus Welt schaffen, er gesagt. So. Ich wissen, welche Problem, dann ich fragen, welche Problem du haben. Er sagen, da geben so Regel, ha? So Indianerregel. Sie sollen nicht laufen durch Tal, müssen auf Wege bleiben, pipapo. Ja, dass er abwertend reden so. Und dann, ich merke in Runde immer enger rutschen um uns, ja? Halbkreisig mehr schließen, da bestimmt sechs Leute, ich glaube. Sitzen auf Pferde rund um uns herum, schauen auf uns herab. Situation mir nicht geheuer, dann diese Frau von Ausgruppe, die so klingen, als hätten die Tunkala verschluckt, ja? Kleine Maus verschluckt. Ziemlich rumquietschen beim Sprechen, die plötzlich zusammenschlagen irgendeinen Mann, der einfach nur an ihr vorbeigehen. Da ich wissen, die auf jeden Fall auf Krawall gebürstet. Und das hier keine gute Ende nehmen, wenn wir bleiben in Stadt. Ja? Stadt auch nicht wirklich guter Ort für Kampf. Ja? Wieder total aufgeschmissen. Mhm. Deshalb, ja, ich nutze eine Chance, gehen aus Kreis raus, packen mein Pferd, bitte Nogaki aufzuspringen und dann ihm sagen, ich so in der Form nicht mit ihm reden wollen. Und wir jetzt Gespräch beenden. Der das sehr persönlich genommen haben und er sagen, Shooter, wenn du jetzt gehen, das folgen haben. Oh, ich gegangen. Weil ich nicht so reden wollen mit irgendeiner mitten in Tipi, ja? Mitten auf Straße, ich nicht machen. Oder denken. Genau, und jetzt wir so verblieben und ich glaube, die schon öfters mal bei uns an Tipi vorbeigeschaut, aber wir geguckt haben, da keine Einschusslöcher. Ich habe schon vermutet, die ab und zu mal vorbeischauen dort und wollen Probleme machen. Okay, dann wir können versuchen, also außer ihr bessere Idee, wir können einmal versuchen, reden mit dieser Tuckerberry, wenn er Personen nach Parker, die am meisten zu sagen. Dann ich zeige ihnen, was Parker damals eingekreist auf meinen Karte, was wir mit ihm besprochen. Und entweder er verstehen und geben das auch an andere Washishu. Oder ich glaube, wenn er nicht weitergehen können, eher nicht im Gesetz stehen. Huh? Ja, aber und das ja ein Problem sein. Ja, okay, dann aber eher vielleicht wenigstens in Lage, dass da, weiß ich nicht, schreiben rein oder so. Auf Tafel, du meinst. Ja. Können wir probieren. Fest, dass jeder Washishu. Können wir probieren. Ja, können probieren und das auch nur einmal. Wenn das zu nichts führen, dann wir halt haben Streit mit dieser Bench-Tippies. Sollten vorher ausspähen, statt ob die da sind. Ja, das auf jeden Fall. Ich wäre jetzt nicht mehr geritten. Je sehr, sehr oft in Valentin. Sehr, sehr oft da. Aber weil die ja gestern waren auch da, ne? Die waren gestern auch da. Wir noch haben dritte Taschunke. Wenn du eins wollen, wir müssen noch mal zu Stall gehen. Nein, ich habe einen Ghost. Nur weil ihr nur seid mit eins unterwegs. Ach so, er seins sei krank. Ich nicht wissen, was. Dieser ganze Steingarten, das würde mich nicht hübsch aussehen.
Ihre. Wir können gehen in die Kirche. Könnt in die Kirche gehen, wenn ihr. Achso, ihr. Problem ist, wir haben gerade eine polizeiliche Maßnahme. Oh, du keine Zeit haben jetzt. Wir haben gerade 4 Leute im Gefängnis und müssen auf die aufpassen, ja. Oh. Und diese schwarz gekleidete sein? Ja. Don't worry, also. Ich hab das aktuell unter Kontrolle eigentlich mit Lehmann. Wenn Sie möchten, können Sie gerne kurz für ein Gespräch gehen. Ja, wir auch können einfach reden in Sichtweite. Na gut, dann gehen wir zur Kirche. Ich würde euch einfach empfehlen. Wenn ihr euch das zutraut, dann gehe ich mit den beiden an die Kirche, ja. Na klar. Ich Alles klar. Kein Problem. Was sie gemacht haben. Ja, sie haben am letzten Dienstag haben sie das Sheriff Department hier zusammengeschossen. Also es liegen mehrere Paragraphen gegen sie vor und jetzt müssen sie eine lange, lange Haft antreten und sehr viel Geld abdrücken. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Sind sie jetzt nur noch zu dritt? Weiß ich nicht, wie viele Personen insgesamt davon existieren. Mhm. Das wir können herausfinden. Ich glaube mal, was gehört habe von 10, aber nicht wissen, ob immer noch so sein oder ob sie schon wieder geschrumpft seien aus irgendwelchen Gründen. Auf jeden Fall gestern wieder, glaube ich, 6 gesehen haben. Vorgestern, ich meine. Ja, Moment, es kommt ein Notruf durch. Tut mir leid, ich muss das Gespräch mal beenden. Ach. Wir haben aber auch Pech. Und dass wir heute nichts werden mit reden. Hm. Warten, aber was er jetzt machen? Ich glaube, ich nicht ganz verstanden. Wir haben einige Sache, wo er hinreiten müssen. Oh, diese ganze Maschine für alle gehören zu ihm? Ich denke, werden wohl so sein, wenn sie alle mit ihm reiten. Aber ich dachte, er ganz wenig Leute haben. Wenn wir letztens sagen, er sei so gut wie alleine. Hm? Ja, das ist ja auch die Eindruck, ich hatte von Parker eher nur gehabt. 2, 3 weitere Krieger. Und das ich auch fand gar nicht so schlimm. Das machen mich unruhig, weil seine, warte, wie er nennen? Er nicht nennen Deputy, er nennen nicht Krieger, sondern Deputy. Weil diese ja auch sein in Strawberry manchmal. Und das ist ziemlich sicher nicht diese hier gewesen, sondern andere. Dann wir mal gehen von Straße weg. Ja. Wir natürlich auch können nutzen Situationen und schauen, ob wir finden welche bei Ranch Tippy und dann können wir noch mal gucken. Einmal versuchen sprechen mit ihnen. Vielleicht jetzt welche da. Ja, gerade noch gesagt, er aufpassen muss auf irgendwelche andere Sachen und jetzt alle wegreiten. Na, auf die im Gefängnis, ich denke. Einer ist ja noch da, hm? Da, sie haben 4 eingebuchtet. Warten mal kurz. Ha? Was denn? Wenn, Okage, du ja ein bisschen dich besser auskennen mit Washisho. Ja. Wenn er reiten, dazu wichtige Sache. Dann woher er wissen, wer ihn gerufen, also... Ich habe Taube bekommen. Ja, aber ich kann schreiben Schroeder kleine Zettel und malen. Und dann entweder ich mache ein kleine Kreuz, dass sie weiß, es ist von mir. Oder ich nicht mache und dann sie sich ein bisschen fragen, wer gemalt dieses hässliche Bild. Ich gerade überlegen, wir noch kurz hier bleiben. Schauen, ob Rest auftauchen. Weil sie sicherlich nicht finden. Witzig, wenn seien ihre Leute da in. Das könnte Tippi. Auch sein, dass sie herkommen noch. Lass vielleicht warten. Wenn ihr würden gefesselt in Tippi,
Dann ich würde schauen, machen Ablenkung irgendwo und dann brechen ein in diese Tipi. Ja. Dann wir uns mal hier auf Lauer legen, ne? Wir vielleicht uns ein bisschen verteilen dann? Ich gehe auf vielleicht Dach bei Hauptstraße. Aufpassen. Ja. Auf welche? Hier. Link, wenn gucken, hier Straße hinunter. Ja. Haus, linke Seite geben über von Sheriff Haus. Okay. Auf Dach. Gut, dann vielleicht eine. Dann vielleicht ich bleibe hier bei Kirche oder ich kann versuchen und klettern da auf diese Dach neben Kirche. Vielleicht noch Pferde ein bisschen verstecken. War ein guter Plan. Gleichzeitig wir können helfen. Takeberry mit dieser Eingesperrten. Auf andere Seite, wir können üben Rache und schießen ab diese Schwarzgekleideten, die versuchen wollen, ihre Freunde frei. War ein guter Plan. Ich möge. Leider nichts in der Richtung passieren. Ja. Aber Ablenkungsmanöver da gewesen. Was heißt denn, sie auf jeden Fall diesen Plan gemacht haben? Was? Okay, ja, okay, danke. Ja, aber die Ziele sind auch nötig, damit wir die in Schach halten können. Das Problem, weil die sind halt saugefährlich. Wer saugefährlich? Die Inhaftierten und eventuell die Bandenanhänger, die irgendwo hier rumschwören, weil das mit Blackwater eben gerade, das war eine reine Ablenkung. Aha, wir uns schon deswegen gedacht haben, dass wir uns hier auf dich postiert. Ja, deswegen hier, ha? Deswegen wäre es einfach besser, wenn wir das Gespräch auf einen anderen Tag machen. Beziehungsweise wir haben einfach gerade zu viel zu tun. Wir können auch so machen, wir reden und helfen euch, ha? Darf euch da eigentlich nicht mit reinziehen. Ob wir schon längst drinne hängen. Ja, nee, das ist ein anderer. Meine Güte, ey. Na ja, okay. Dankeschön. Ja, hört doch auf. Oh, sorry. Danke. Dann passiert halt sowas, ne? Deswegen. Ich höre den Junge. Zivilpersonen sollen wir da raushalten. Deswegen, wie gesagt, ist es am besten, wenn wir das Gespräch auf einen anderen Tag machen. Tja, dann wir. Wie gesagt, wenn wir noch länger warten, wir haben ein größeres Problem. Wir ja eigentlich wollten verhindern, ziehen mehr mit rein, weil manche Washisho, die ihr jetzt gerade habt in eure Tipi, sie sich anscheinend nicht halten an Absprache, die wir getroffen haben mit Parker. Deswegen wir heute dir zeigen wollten Karte, damit du aufhängen können hier einen Stadtplan. Damit jeder wissen, da Grenzen von. Oh. Okay, dann würde ich tatsächlich einer der anwesenden US-Marshals dann zu dem Gespräch dazu bitten, damit es dann auch wirklich ganz offiziell ist, weil wir haben zum Glück heute Verstärkung durch die gekriegt. Oh, dann bin ich gleich wieder da. Ha. Mhm. Oh, was steht wohl da? Okay. Ich nicht verstanden, was ihr eigentlich habt. Und ihr uns auch könnt glauben, wir euch nichts tun, ne? Wir hoffen, dass ihr uns helfen. Pani Tukatu? Was für Katze? Ich habe mal ein Wort gelernt, Lakota, Tani Tu Kato. Wie geht es? Ist das richtig? Oh, Tani Tu Kato, du meinst. Okay, dann habe ich das falsch formuliert. Das ist gerade eben Bananen. Deswegen Katze, ja. Ja, entschuldigt bitte. Ja. Und du nochmal nachsprechen, dann besser lernen. Ich habe jetzt gerade mit, weil da alles nicht so läuft, wie es soll. Also, wir sind da dran. Noch welche mit orangen Band. Ja, mit der orangen Bandana? Mhm. Was wisst ihr darüber? Das ja, die sein Drohnen, ne? Habt ihr die auch schon mal mit und ohne Bandana gesehen?
Ja, die standen vor uns. Hier mit in Valentine und haben uns bedroht mit Waffen. Ja. Mhm. Mit Bandana? Mhm. Ja, mit ohne Bandana. Mit Bandana um und ohne vor uns stehen. Ja. Okay, aber ihr habt sie noch nicht gesehen, wie sie Bandana aufhatten und diese dann abgezogen haben? Mhm. Ah, schade. Warum? Naja, aber wenn... Naja, wir müssen sie irgendwie identifizieren. Wir wissen nicht, wer die Leute sind. Also einer Bandana. Davon sei Brian Mason. Und woher wissen Sie das? Weil ich sein Gesicht erkenne, der ja Bandana nicht hochgezogen hatte. Ach, und der stand dabei? Ja, der Gesprächsführer. Bei den Leuten, die es Bandana aufgezogen hatten? Die es nicht aufgezogen hatten, alle nicht aufgezogen. Ach, alle nicht aufgezogen, okay, ja gut. Hat ihn dabei, ja. Aber nicht aufgezogen. Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Leuten sage, hey, ihr seid die Bande mit den roten, mit den orangen Bandanas, weil ihr habt orangen Bandanas um, das kann sich ja jeder irgendwo im Laden kaufen, im Sonderangebot oder so. Das ist ja nun, ne? Das ist ja schwierig. Aber man muss sie halt auf frischer Tat ertappen. Ja. Das ist schon merkwürdig, dass so viele rumrennen auf einmal mit, ne? Ja. Verwirrungstaktik. Mhm. Aber da macht euch mal keine Sorgen, da sind wir dran. Ach ey, was ist denn hier passiert? Ja. Howdy. Ja, wir uns nicht machen Sorgen. Wir eher wollen verhindern, verschwenden Pfeile an Mashishu statt an Jagdwild. Mhm. Ich werde mal hinter einen Stein bringen. Ach, komm her, du dicker Sack. Ich nicht verstanden, was er gegen mich haben. Er hat mich einfach plötzlich geschlagen. Hm, hab ihn gesehen. Also ich glaube, das ist halt wichtig, dass es jetzt auch Marshall segnet. Denn es wurde mit Marshall Parker ausgemacht, wie groß das Gebiet ist. So, na siehst du, sind sogar beide US Marshalls da. Warum haben Waffe draußen, ne? War Chichu mit orangene Bandana stehen mit Waffe, ne? Gucken in unsere Richtung. Oh, so, verstehe. Ganz rechts, so. Jetzt nicht mehr. Okay. Halt, behalt das im Auge, dass sie in Ruhe dann reden können, okay? Also, Gespräch mit Parker waren letzte Wort, er gesagt, er muss sprechen mit Mann, der klingt wie Waffe, Winchester. Und dann, er wollte sich melden und er sich nicht mehr gemeldet. Ja, er war lange nicht mehr da, ja. Ja, erzählt mal. Mal raus damit. Worum geht's denn hier? Um unser Gebiet, wo wir wollen, dass niemand reiten über Tal. Bleiben auf Weg und nicht jagen, damit wir genug Wild zum Jagen haben in Umgebung. Und daran sich die Leute mit schwarzen Mäntel und Tuch um Hals nicht halten wollen. Sie bedrohen uns und wollen... Da hinten oder was? Ja. Das Problem sein, jetzt wir noch Karte haben vom Gespräch mit Marshall Parker, deshalb wir wollen euch Karte geben, damit ihr aufhängen können und sagen, das Gebiet von Indiana, da passen auf, was machen Washishu. Zeig erstmal die Karte, wie das aussieht, was ihr da gezeichnet habt. Okay, nein, du haben noch. Ja, warte, ich dir einmal geben. Und das sei eine neue Karte, ich mir besorgt. Ja, wir einfach wollen nur verhindern, das Treffen. Das Problem ist einfach, dass die eine Seite das halt auch eben halt nicht akzeptiert, weil es nicht öffentlich ist und weil mit denen auch in dem Punkt nicht öffentlich geredet worden ist. Deswegen wollen wir das so schnell wie möglich jetzt öffentlich machen, an schwarze Brett hängen oder was weiß ich, irgendwo deswegen an der Hauswand packern. Das, genau. Und deswegen das ist ich mitgebracht, Karte von da. Dass endlich alle wissen, wo explizit diese Grenzen gezogen werden und dass nicht mehr es zu unnötigen Konflikten kommt. Und vor allen Dingen, dass es da irgendeinen Gesetzesspruch gibt, der sagt, wenn du das machen, was du eigentlich nicht dürfen, dann wir dir nehmen so und so viel Masaska oder sperren dich ein für einen Tag, ich nicht wissen. Landfriedensbruch. Ja, also es gibt schon die Möglichkeit, gewisse Naturschutzgebiete auch auszurufen, also so ist es nicht, aber hier, Abachi, dann kannst du mir das doch bestimmt auch mal richtig einmalen, oder? Weil hier, dein Gekrakel kann ich kaum erkennen. Also ich muss da schon ein bisschen genauer wissen, wo ihr jetzt das gerne hättet für euer Gebiet. Genau. Naja, also alle Straßen hier, die man hier sieht, diese Wege, diese Matschwege, diese alles, was in diesen Wegen ist, ist nicht mit gezogenen Waffen zu begehen. Mhm. Ihr möchtet ja auch nicht, wenn ihr da drüben seht, die anderen...
dass die mit den gezogenen Waffen stehen, wollt ihr auch nicht. Genauso wollen die Leute auch nicht, dass hier andere mit gezogenen Waffen rumlaufen. Hm. Deswegen wichtig, keine gezogenen Waffen. Das kann ganz böse ausgehen. Das will keiner. Okay. Hm. Ja, das wir werden weiterreichen an andere Stammesmitglieder. Ja, das wäre super. Solltet ihr Probleme haben, könnt ihr sehr gerne auf uns zukommen. Weil ihr Blackwater erwähnt habt, ich habe mein Büro in Blackwater. Vielleicht, wenn das auch näher ist oder sonst irgendwas, wenn irgendwas sein sollte, gerne reinkommen und einfach mal Bescheid sagen. Mhm, Peter Meier. Mhm. Gut, dann ihr macht neue Striche auf Karte und dann ihr nehmt Kontakt zu uns auf. Mhm. Genau, so machen wir es. Wenn kommen keine Antwort auf Brief, dann ja, ihr könnt nutzen alte Baum. Wir ja das sehen, wenn da was anderes stehen als Reh. Ja, genau. Also ich bin schon so schlank wie ein Reh. Das zu sehen? Du sicher sein? Du sehen Unterschied zwischen Reh? Da wir nicht drüber reden. Das war eine ganz andere Situation. Ja. Also sicher, wir kommen da durch? Ganz andere Situation. Oder genau dieselbe. Dann. Ja, warum nicht. Warum schon lustig. Dass er mich damals sehen zuerst denke, ich sei ein Reh. August, ja, ich sei ein wirklich wie Reh. Habe ihn immer Bogen in der Hand. Hier noch ein bisschen rum. Und feile so spitz wie Zahn. Wir können ihnen sonst Tipp geben, wo sie sich verstecken können. Oder wir leiten sie halt nach und nach hierher, wenn wir sie treffen. Nicht irgendwie per Brieftaube, nicht das Taubenfang, ne? Ich war ein anderer, aber wir haben jetzt auch gesagt, wir wechseln uns ein bisschen ab mit Wache. Ich mache diese Nachtwache. Okay. Also es gibt ja genug Plätze, hier gibt es ja auch Platz. Das Gute ist halt, wenn jemand kommt, hier einfach in die Ecke und man sieht einen nicht. Das ist ja gut. Ich gehe zur Nachtwache gerne nach draußen, weil ich drinnen in Hülle nicht sehen, weil Licht blendet von draußen. Ein gutes Zeichen. Ich dann nur Schatten erkenne, mehr nicht. Nach hier legen Hand über uns, schützen uns. Nach hier legen Hand über uns, schützen uns. Du nicht schlafen gehen wollen. Du nicht schlafen gehen wollen. Gleich. Du brauchst nicht so weit vorne stehen, du kannst auch ein bisschen weiter hinten. Dann sieht man dich nicht so schnell. Oh, weiter hinten sehe ich auch nicht so gut. Ja, dann die müssen erst gucken ins Dunkle, weil so die sehen sie dich schon. Außerdem rechtes Auge verletzt, mich nicht gut sehen können, deshalb ich lieber draußen und höre besser Geräusche. Gut, wenn Schotter machen Nachtschicht, dann ich mich jetzt legen in Höhle. Ich auch gleich. Wenn irgendwas sollten sein, dann einfach wecken uns. Machen. Ja, Okaki, dann du schlafen auch gut. Und ja, Schotter, wenn was sein sollte, dann tun wir uns wecken. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Vielleicht ein bisschen auch im Busch hier. Oder hier so. Ich mache ihn schon. Du machst das auch. Gute Nacht. Oh, happy washed. Oh, ich bei dieser Okaki langsam durchdrehen. Was weiß ich denken? Ich keine kleine Okshigala, huh? Ich wüsste, was ich tue.
So eine Nachtwache. Aber wenn auch was Gutes. Man hört die Stimmen der Tiere viel deutlicher als vorher. Der Wind trägt sie alle an mein Ohr. Oh,